Das Türenbuch von Rüdiger Müller, dem Gründer und langjährigen Chef des PFB, erscheint 2022 mit Peter Mayer als Co-Autor in bereits dritter Auflage. Herr Mayer, grüß Hallo, Gott. Grüß Ihnen, wie geht's? Ja, prima, danke schön. Fleißig am Arbeiten ja. Mit dem Türenbuch. Der heute 77-Jährige ist gelernter Schreiner, hat Holztechnik studiert und ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Alles fing mit 14 Jahren an, als ich die Schreinerlehre bei der Firma Rief Bau- und Möbelschreiner begonnen hatte. Seit Januar 2021 liegt die operative Verantwortung für das Prüfinstitut für Bauelemente in den Händen von Peter Mayer. Das Türenthema indes lässt Rüdiger Müller nicht los. Jetzt sind wir in Halle 4 und stehen vor dem Prüfmobil, der Beginn 1983 meiner Selbstständigkeit. Mit dem Prüfmobil war ich im europäischen Ausland, Italien, Schweiz, Österreich. 1984 war ich erstmals auf der internationalen Fachmesse Bau in München. Und eine ganz besondere Sache, ich war auch in Paris mit dem Prüfmobil und wir hatten für die europäische Normung die einzelnen Prüfer auf dem Prüfmobil nachgewiesen, so wird die mechanische Prüfung gemacht, was dann eingeflossen ist, sowohl der Prüfstand als auch die Vorgehensweise in die europäische Normung. Zurückdenken an die damalige Zeit möchte ich fast bezweifeln, dass es heute möglich wäre, so mit einem Prüfmobil ein Institut aufzubauen. Die Regularien, die Vorschriften sind heute alle viel zu streng. Aber die Kunden, die haben das von ersten Anfang schon honoriert, waren begeistert und sind heute noch unsere Stammkunden in der PDE und jetzt PFB. Das Prüfmobil nutzt der Türenflüsterer bis zum heutigen Tag nach eigenem Umbau, unter anderem als Bürocontainer. Der gelernte Schreiner bleibt auch im beruflichen Ruhestand, dem Holz, dem Handwerk und dem Prüfzentrum verbunden. Upcycling, den Begriff gab es damals noch nicht. Aber Upcycling ermöglichte nach einem Grundstückskauf am Rand von Rosenheim Ende der 90er Jahre den Bau der ersten stationären Halle. Diese wurde 2002 auch dank der Bauleitung des bis heute am Institut beschäftigten Mitarbeiters Andreas Nerz als Halle 1 ihre Bestimmung übergeben. Zu einem großen Institutsneubau hatten wir kein Geld. Das führte im Nachhinein betrachtet zu einer sehr nachhaltigen Lösung. Mit 90 Tonnen Profilstahl aus einem Abriss sowie zwei gebrauchte Supermärkte konnten wir diese Prüfhalle mit 1000 Quadratmeter erstellen. 2003 gibt der Türenflüsterer dem Drängen des Instituts für Fenstertechnik nach und verkauft das PTE dem größeren Nachbarn. Bereits ein Jahr darauf gründet Rüdiger Müller, unterstützt von Andreas Nerz sowie mit dem ehemaligen PTE-Mitarbeiter Matthias Demmel, das heutige Prüfzentrum für Bauelemente. 2010 folgt die Gründung einer Außenstelle in der Türkei. Zwei Jahre später erwirbt der Unternehmer die Anteile von Mitgesellschafter Arno Urban. Hatten wir Halle 2 noch schlüsselfertig gebaut, so ist die Halle 3, wo wir jetzt stehen, von Professor Holz zeitgleich mit der Halle 1 gebaut worden. Noch kurz vor seinem Tod hatte ich Herrn Professor Holz versprochen, dass diese Halle weiterhin als Prüfhalle für schalltechnische Prüfungen und Sonderprüfungen benutzt wird. Durch notwendige Umbauarbeiten und Renovierungsarbeiten sind wir jetzt in der Lage, Fassadenelemente über zwei Stockwerke schalltechnisch zu untersuchen. Auch wenn sein Sohn Daniel Rüdiger Müller schon als Jugendlicher in dem Institut seiner Eltern jobbte und auf dem Prüfmobil mitfuhr, schlug er einen anderen Berufsweg ein. Umso mehr freut es den Senior heute, dass sein Sohn den Generationenwechsel am PFB als promovierter Kommunikationsberater begleitet. Angekommen. Ja. Über den Dächern vom PFB eine Kapelle. Wir sind jetzt auf dem sogenannten Kapellenplatz. Selbst gehört der 77-Jährige zweifellos zu den deutschsprachigen Koryphäen im Bereich der Türentechnik. Türologie, wie er selbst sagen würde. Und hat auch immer wieder eigene handwerkliche Fertigkeiten eingebracht. Diese Vertiefung hier, schwarz, das ist die Unterdrückung der dunklen Bevölkerung immer noch. Ich muss sagen, umso mehr ich da drin war, umso mehr habe ich mich in die ganze Sache reingedacht. Gerade die Tischplatte, wo Spannungen auf der Welt sind, deshalb Sprünge, also Risse drin sind. Das ist so. Wenn wir hier jetzt sitzen und da rüberschauen, da haben wir aus dem Studium habe ich da drei Grundsätze im Planungsseminar mitgenommen. Das ist erstens genügend Grund, um sich
weiter ausbreiten zu können, wenn es ist. Ja, das fängt ja ganz klein an. Ja, wie aus einem Prüfmobil und dann an Wachstum zu denken beim Unternehmen immer. Und so haben wir 20.000 Quadratmeter durch die Halle 3, die wir dazu gekauft haben, hier rüber und runter. Der zweite Punkt war gute Verkehrsanbindung. Wir können von der Autobahn hier reinfahren, die Lkw können gemütlich hierher fahren, können wenden, können alles. Und der dritte Faktor war natürlich sehr wichtig, immer wichtiger, wenn man so das verfolgt. Kein Wohngebiet, ein Gewerbegebiet. Ja, wenn ich überlege, dass vor 40 Jahren das Ganze noch die Größe vom Prüfmobil hatte, dann ist es natürlich schon faszinierend, was da entstanden ist. Dank der treuen Kunden und natürlich auch ganz vielen treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das aufgebaut haben. Und für mich persönlich ist natürlich schön, dass mein Vater schon früh sich für die Nachhaltigkeit interessiert hat. Das ist heute ein essentielles Thema, auch fürs PFB natürlich. Und vielleicht kommt es auch daher, dass das als Prüfzentrum im Kern geht es darum, dass man auch viele Prüfungen macht, dass Sachen eben nicht so schnell kaputt gehen wie unsere Dauerfunktionsprüfungen. Und von daher auch ein nachhaltiger Gedanke auch im Prüfen selbst steckt. Das PFB bietet heute mit 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Herstellern von Bauelementen ein breites Dienstleistungsportfolio an. Für Bauelemente wie Türen, Tore, Fenster, Fassaden, Gitter, Rollläden und deren Beschläge stehen auf einer Fläche von ca. 20.000 Quadratmeter sämtliche Prüfungen rund um Sicherheit, Wetterbeständigkeit, Energiedurchlässigkeit, Gebrauchstauglichkeit und diverse Sonderbereiche zur Verfügung. Herr Mayer, als Institutsleiter am PFB, welche Rolle spielt die Digitalisierung? Digitalisierung beschäftigt uns. Das sieht man daran, dass es das Fachbuch seit der letzten Ausgabe bereits als E-Book gibt. Wir haben einige Schritte hin in Richtung Digitalisierung unternommen und sind heute beispielsweise so weit, dass wir unseren Kunden ein digitales Monitoring ihrer Fertigungsstätten anbieten. Es geht aber nicht nur um Digitalisierung. Auch die Ausrichtung von Produkten hin zu den immer beliebteren Smart-Home-Systemen spielen im Markt eine zunehmend größere Rolle. Gleichzeitig verändert der Nachhaltigkeitsgedanke mit Schlagwörtern wie Green Deal die Baustoffe, die Bauprodukte sowie die Anforderungen. Herr Mayer, Herr Nerz von der Institutsleitung hier am PFB. Herr Nerz, ich fange mit Ihnen an. Im Hintergrund läuft die Dauerfunktionsprüfung. Das lässt sich scherzhaft auf Sie übertragen, weil Sie schon so lange Zeit hier am Institut tätig sind. Sie haben den Bau der einen oder anderen Halle hautnah miterlebt, mitbegleitet. Wenn Sie zurückblicken, wie haben sich die Anforderungen der Kunden in dieser Zeit verändert? Gegenüber früher haben sich die Anforderungen unserer Kunden dahingehend geändert, dass wir früher eher den Standard bedienen durften. Das heißt ITT-Prüfungen an auch relativ kleinen Elementen. Mittlerweile ist es so, dass die Elemente deutlich größer geworden sind, die Anforderungen viel spezifischer für einzelne Bauvorhaben oder Projekte und sich dadurch neue Kombinationen auf dem Rücken der ITT-Prüfungen mit Sonderanforderungen ergeben. Herr Mayer, wenn Sie den Ball aufnehmen, was erwarten Sie für Änderungen am Angebotsspektrum des Instituts in den nächsten Jahren? Die Baustoffe und auch die Bauprodukte werden sich weiterhin verändern. Dadurch werden sich auch weiterhin die Anforderungen verändern. Und natürlich nehmen wir diese Herausforderung gerne mit allen Kollegen und auch mit Ihnen, unseren Kunden, an und bieten Ihnen entsprechende Prüfungen und Zertifizierungen weiterhin in der Zukunft an. Bis bald!